Wir wissen jetzt, was der nächste Agent für eine Rolle spielen wird und welche Agenten in der nahen Zukunft genervt bzw. angepasst werden. Genau darum geht es im heutigen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Leute. Wir haben endlich weitere Informationen. Diesmal direkt von Riot Games, meine Freunde. Keine Leaks, die am Ende dann wieder als unwahr deklariert werden. Deswegen freue ich mich umso mehr aufs heutige Video. Die Quelle diesbezüglich ist ein Artikel, der von Riot Games gepostet wurde. Und zwar Stand der Agenten September 2022, den wir ganz kurz mit den wichtigsten Punkten durchgehen. Und dann reden wir über den neuen Agenten. Wenn ihr das Ganze nachlesen wollt, findet ihr unten in der Videobeschreibung den Link dazu, falls ihr, wie gesagt, einige Passagen noch mal ein paar Mal durchgehen möchtet. Zuallererst sprechen wir über die Initiator. Durch die Veröffentlichung von Fate gibt es jetzt etwas Wettbewerb zwischen den Auswahlmöglichkeiten, verglichen mit den Monaten davor, als Sova der König der Aufklärung war. Wir alle kennen wahrscheinlich noch die lange Phase, wo Sova ein absolutes S-Tier-Monster war und wirklich niemanden ihn da oben runterholen konnte. Hat sich mittlerweile geändert. Sova sehe ich persönlich mittlerweile echt sehr selten. Umso öfter sehe ich Fate, die wohl auch in der Zukunft Nerfs kassieren wird. Wir glauben nämlich auch, dass es Gebiete wie zu räumende Flächen gibt, bei denen sie vielleicht etwas zu stark ist. Also untersuchen wir mögliche Anpassungen von Fates Fähigkeiten. Das heißt, den allerersten Nerf, den wir wahrscheinlich noch dieses Jahr dann sehen werden, ist Fate, wo wir jetzt mal schauen müssen, ob sie vielleicht die Reichweite der E anpassen, wobei die ja schon gar nicht so leicht einzusetzen ist, im Verhältnis jetzt zu anderen Scouting-Fähigkeiten, sage ich jetzt mal. Aber schauen wir einfach mal, in welche Richtung das Ganze geht. Aber da würde ich euch ganz gerne fragen, was sollte sich bei Fate denn ändern, damit sie vielleicht nicht zu stark ist? Vielleicht sieht er das aber auch gar nicht so. Ja, sie sprechen davon, dass Breach auf Fracture gewissermaßen öfter gepickt wird, ist leider auch die einzige Karte, wenn ich jetzt so an meine Ranglisten-Matches denke. Muss man mal schauen. Und auch bei KO, da habe ich gleich noch ein paar sehr, sehr spannende Aussagen zu. Nichtsdestotrotz müssen wir über Chamber reden, denn er ist immer noch der krasseste Sentinel und das mit Abstand. Ich sehe zwar ab und zu mal einen Cypher und auch langsam wieder öfter eine Killjoy, aber Chamber ist immer noch ein Must-Pick in oder auf vielen Karten. Obwohl wir ein paar schrittweise Updates für Chamber veröffentlicht haben, um dem entgegenzuwirken, zeigen die Ergebnisse im gewerteten Spielen und im Champions, dass wir immer noch zu tun haben. Das wird in naher Zukunft auch im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen. Meine Vermutung, Chamber wird den Nerf als allererstes bekommen. Sie ist dann im Folgenden so ein bisschen beschrieben, wie sie eigentlich Anpassungen vornehmen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe kein persönliches Gefühl dafür, wie das in League of Legends, in TFT und in anderen Games der Fall ist. Aber sie scheinen, zumindest schreiben sie es hier so, sehr vorausschauend zu sein. Also es gibt hier bestimmte Statistiken, spannenderweise, ist ein bisschen komisch umschrieben, Siegraten gegen Nicht-Spielagenten. Das sind Siegraten eines Agenten, bei denen das gegnerische Team diesen Agenten nicht ebenfalls auswählt. Stellt euch vor, ihr habt einen Chamber, das gegnerische Team hat einen Chamber. Bei 1000 Matches wird die Chamber Winrate bei 50% sein. Macht also keinen Sinn. Das heißt, man kann nur Runden bzw. Matches zu dieser Analyse bzw. zur Statistik zuzählen, wo ein Chamber nur auf einer der beiden Seiten gespielt wird. Obviously, als ich den Artikel gelesen habe, dachte ich mir, na sicher doch, macht auch total viel Sinn. Ganz spannend finde ich, weil das ein bisschen underwhelming klingt, ist, wie sie über die sozialen Medien, also auch hier auf YouTube sprechen. Denn wir kennen natürlich den Wert der sozialen Medien, was die Meinung zu Agenten angeht, aber der Großteil der Spielerwahrnehmungsdaten kommt daher, was du denkst. Wir schicken zahllose Umfragen an Spieler aus aller Welt, damit wir herausfinden, wie du und andere über das Spiel und die Agenten denken. Dadurch erfahren wir auch, welche Agenten sich in aktuellen Meta zu stark, zu schwach, zu frustrierend und so weiter anfühlen. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Das heißt, sie nehmen die Spielerwahrnehmung hauptsächlich aus Umfragen, von der ich glaube ich noch nie eine gesehen habe. Aber müssten nicht eigentlich all diejenigen, die so engagiert und ja auch einfach into the game sind, wie ihr zum Beispiel, also jeder einzelne Zuschauer auf YouTube, auf Twitch und so weiter und so fort, müsste die Meinung nicht auch genauso viel wiegen an der Stelle? Also würde ich persönlich zumindest sagen, aber was weiß ich. Und natürlich die Profispieler, die, wenn die natürlich eine 100%ige Pickrate bei einem Chamber haben, weiß man alles klar, der mag da vielleicht ein bisschen zu krass sein. Ganz spannend ist auch noch, dass sie gewisse Designprinzipien haben. Das heißt, wenn jetzt, also es muss gewisse Abgrenzungen geben zwischen Fate und einem anderen Initiator, wie beispielsweise Sova oder KO. Das heißt, es gibt vielleicht gewisse Überlappungen in der Rolle, die sie einnehmen. Aber es sollte trotzdem möglichst bestmöglich abgrenzbar sein.
Ein weiterer spannender Punkt steht hier geschrieben. Die Meta ist eine lebende Kultur, die sich von Patch zu Patch ändert und effektive Verbesserungen für Valorant sind solche, die eine positive Auswirkung auf die Meta haben. Nach einem Patch dauert es viele Wochen, bis sich die Spieler an die neuen Änderungen gewöhnt haben. Daher müssen wir Geduld haben, um die Änderungen des Spielverhaltens zu verstehen. Es geht nicht nur um Tabellen und Matheformeln, wenn man die perfekte Spielbalance erreichen will. Das bedeutet für mich so ein bisschen, dass wenn Updates kommen, wie Nerf oder Buff eines jeweiligen Agenten, dass sie dann einige Patches sich auch selbst Zeit nehmen, um zu schauen, okay, wie ist denn jetzt nun die Auswirkung auf das Spiel geschehen. An sich macht das total viel Sinn, bedeutet aber auch, dass sie eher konservativer an die ganze Geschichte rangehen, als sich das der ein oder andere vielleicht wünschen würde. Kommen wir zu den spannendsten Inhalten, bevor wir gleich auf den neuen Agenten eingehen. Und zwar Kayo. Einer unserer schwächeren Agenten in Ranglistenspielen, auf allen MMRs, aber im Profispielen extrem wichtig. Wie steht ihr dazu? Also wir haben jetzt hier unterschiedliche Aussagen und wir gehen die mal ganz kurz Step für Step durch. Ich bin der Meinung, dass Kayo ein Monster ist, absolut ins ST gehört, auch immer noch. Ich arbeite gerade an der nächsten Tierlist, die in der kommenden Woche erscheinen wird. Ich bin der Meinung, dass Kayo super stark ist, aber scheinbar scheint er nicht so die hohe Winrate zu haben. Wie seht ihr das? Weiter geht's mit Breach, Brimstone und Neon. Spiel diese Agent in einem koordinierten Umfeld wie eine Fünfergruppe, dann zeigen sie noch bessere Leistungen als in der Solo-Warteschlange, besonders in hohen MMR-Stufen. Breach sieht man ab und zu, aber eher sehr selten. Brimstone sehe ich in letzter Zeit unfassbar starke Spieler und Neon gibt es eigentlich nur im Gegnerteam, wenn sie dich richtig wegmachen und richtig nass machen, meine Freunde. Vielleicht geht es euch genauso. Spannend wird es jetzt. Yoru und Neon. Training zahlt sich aus. Die meisten unserer Agenten haben eine Lernkurve, aber gerade diese beiden sind auf den höchsten MMR-Stufen als schwer zu meisternde Agenten bekannt. Und ich würde das unterschreiben. Ich würde das unterstreichen wollen. Wenn es One-Trick-Ponys gibt, wo es richtig viel Sinn macht, weil du den Agenten wirklich auf einem unfassbar hohen Niveau mega krass spielen kannst, würde ich Yoru auf Platz 1 stellen. Und Neon ist auch eher ein exotischerer Pick, würde ich jetzt persönlich behaupten. Aber auch hier trifft es meiner Meinung nach ganz gut zu. Aber eigentlich auch auf Jett. Die hätte ich hier zumindest noch hinzugefügt. Jetzt wird es richtig spannend. Phoenix, der drittstärkste Agent in der Solo-Warteschlange auf hohen MMR-Stufen. Platz Nummer 3, Leute. Und es gab schon vor über einem Jahr die Radiant Gameplays wirklich von den Phoenix One-Trick-Ponys, die einfach alles wegrasiert haben. Und durch den Buff ist das nur noch krasser geworden. Brimstone, dreimal so viele Spieler halten diesen Agenten für zu schwach anstatt für zu stark, aber auf hohen MMR-Stufen hat er eine der höchsten Siegraten. Finde ich äußerst spannend. Und last but not least, Sage, immer noch einer der besten Agenten auf allen Stufen im Ranked Match, obwohl viele Spieler sie für die viertschwächste Agentin halten. Finde ich auch sehr gut. Sage im Team zu haben, macht immer sehr viel Spaß, bin ich ganz ehrlich. Der Heal ist immer stark und auch der Revive ist immer ein geiles Gefühl. Ich muss sagen, ich sehe die Sage gerne. Wen ich auch gerne sehe, wird der nächste und kommende Agent sein. Und zwar wurde dieses Foto hier veröffentlicht von Valorant bzw. von Riot Games direkt. Das wurde auch komplett aufgeschlüsselt, wo wir uns hier befinden. Auch den Link werde ich euch unten in die Videobeschreibung mit reinpacken. Und zwar hat auf Reddit jemand den Agent Teaser Breakdown zum Agent 21 gepostet, wo exakt beschrieben ist, was wir sehen. Fest steht, dass wir uns hier in Mumbai tatsächlich am Gateway of India befinden. Das Ganze sieht so hier aus, also das ist die Grundlage des Standortes vom Agenten, wo dieses Bild aufgenommen wurde. Er nutzt einen Natarajai Pencil, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist einer der beliebtesten indischen Bleistifte. Fand ich auch ganz cool, irgendwie das gesehen zu haben. Und viele weitere Informationen. Plus am Ende der Satz Jaldi Miltehain oder auch übersetzt, wir werden uns bald sehen. Und ihr werdet euch jetzt sicherlich die Frage stellen, welche Rolle wird der nächste Agent einnehmen? Und es ist ganz klar ein Controller. Da sich das Spiel mit sich ändernden Metas, neuen Karten und der ständig wachsenden Spielbeherrschung entwickelt, suchen wir neue Möglichkeiten für Agenten 12 bis 14 Monate im Voraus. Wir haben gesehen, dass Controller etwas auf dem Trockenen sitzen und es fühlt sich so an, wie in grauer Vorzeit, dass wir unsere letzten Taktikerin Astra veröffentlicht haben. Außer Viper gibt es einen wahren Ozean an Möglichkeiten für Taktiker, die großen offenen Bereiche abdecken zu können. Da stellt sich jetzt mir die Frage, bedeutet das, dass es einen Controller für engere Gebiete bzw. Bereiche geben wird, wenn wir doch einen Ozean an Möglichkeiten haben, eben für Controller die großen Bereiche abzudecken? Dann, wir haben vorhin über Abgrenzung gesprochen, dann könnte das hier ein sehr, sehr anderes und auch interessanteres Konzept sein,
wenn wir an einen Controller vielleicht für kleinere Gebiete denken. Ich glaube persönlich, dass das echt ganz spannend werden könnte. Gab übrigens auch Leute, die versucht haben, hier einiges zu übersetzen und da soll wohl auch das Wort Magier gedroppt worden sein. Wie gesagt, wir haben hier wahrscheinlich die Nähe zum Wasser, weswegen wir hier von einem Wassercontroller ausgehen können. Und ich denke, lange wird es tatsächlich nicht mehr dauern, denn der Night Market steht ja Ende September an, dann ist der Akt bald zu Ende und ich glaube im Oktober werden wir dann den 21. Agenten im Spiel begrüßen dürfen. Bevor ich es vergesse, sie haben in dem Artikel auch noch davon gesprochen, dass sie Cypher unbedingt noch anpassen wollen, weil Cypher soll stärker werden, während Chamber genervt wird und der Phoenix-Buff vom Patch 5.01, wenn ich mich nicht täusche, hat dazu geführt, dass er jetzt wirklich richtig viele Siege einheimsen kann im Ranked-Mode und dass die Flash, deren Messwerten zufolge, die stärkste Flash im gesamten Spiel sein soll. Es ist noch zu früh, ob wir Phoenix im Profi-Ökosystem öfter oder mit größeren Änderungen sehen werden, aber insgesamt, glaube ich, sind sie relativ zufrieden. Und ich auch für meinen Teil. Also Leute, es wird einige Änderungen geben an den verschiedenen Agenten. Chamber wird definitiv genervt, Cypher wird einen Buff erhalten, Fate wird nochmal genervt und einige weitere mehr. Und der nächste Agent wird ein Controller, aka Smoker sein. Ich bin sehr gespannt, ich habe richtig Bock. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Haut gerne auch einen dicken, fetten Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen haben sollte. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video von mir zu werden oder Online-Games verpasst. Vielen Dank fürs Einschalten. Stay tuned, das war's Mogel. Bis dahin. Peace.